Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Toshi da für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir jetzt mit Patch 10.1.5 freischalten können und dazu gehen wir einmal unter Erkunden, Dracheninseln und da haben wir das Achievement Legende des Multiversums. Für dieses müssen wir folgendes machen, erreicht bei Systormi den Freundschaftsrang Legende des Multiversums. Und ja, dafür müssen wir ein bisschen Ruf grinden. Wir haben nicht eine neue Ruf-Fraktion und die haben wir hier unter Dragonflights, dann Waldrakenabkommen, das ist so eine Unterfraktion, das ist das Stormy. Die hat 5 verschiedene Ränge und ja, am Anfang braucht man nicht sonderlich viel Ruf, ich glaube 7.000 sind es. Und dann geht es langsam nach oben. Für die letzte Stufe braucht man tatsächlich 18.000 Ruf, also es ist schon ein bisschen was ihr farmen müsst dann. Und ihr müsst quasi Stufe 1 vollfüllen, 2, 3, 4. Und wenn ihr 4 vollgefüllt habt, dann seid ihr quasi auf Stufe 5. Also die müsst ihr dann nicht mehr vollfüllen. Ich habe das jetzt hier fertig. Irgendwie habe ich das Achievement jetzt hier trotzdem nicht bekommen. Ich schätze, dass es noch daran liegen könnte, dass wir dementsprechend die Quest abgeben müssen. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also wir haben jetzt hier einmal die Quest, die wir ab Rang 5 kriegen. Und da gibt es ein paar Belohnungen. Erstmal kriegen wir einen netten Titel. Und zusätzlich bekommen wir noch eine Truhe. Und da werden wir jetzt gleich mal reinschauen. Ah, und darüber gibt es dann auch das Achievement. Okay, ich verstehe. Gut, schauen wir mal in die Truhe rein. Ah, 70 von diesen Flocken haben wir gekriegt. Das war ja üppig. Aber zumindest hat es den Titel gegeben, der nicht so verkehrt ist. Und zwar Tela die Unvergleichliche, heiße ich jetzt. Okay, nicht schlecht. Und ja, jetzt will ich euch ein bisschen erklären, wie ihr am besten den Ruf hochbastelt. Also, als allererstes solltet ihr wissen, dass jede Stunde hier zur vollen Stunde, also um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und so weiter, ein Event ist. Und zwar die Zeitrisse, die spielt hier immer quasi an diesem Türholzreservoir. Und sobald quasi die volle Uhrzeit ist, dann müsst ihr einmal mit Systormi quatschen. Das wird dann hier auch als so kleines Szenario angezeigt. Und dann heißt 9 Minuten lang Aufgaben und Mobs hier töten. Für Mob-Tötungen und Aufgaben gibt es dann jeweils Ruf. Die Mobs bringen meistens einen Ruf. Die Aufgaben, wenn ihr sie abschließt, um 20 bis 30, je nachdem, was ihr da machen müsst. Nach insgesamt 9 Minuten ist das Event quasi, also in der ersten Phase vorbei. Oben habt ihr einen Balken. Umso mehr ihr den Balken auffüllt, umso bessere Belohnungen bekommt ihr in Form von Kisten. Diese Kisten sind so gestaffelt, bei 2500 kriegt ihr eine grüne Kiste, bei 5000 eine blaue und bei 7500 noch zusätzlich eine epische. In dieser Kiste sind dann ein paar Flocken drin, die wir eben hier auch gekriegt haben und zusätzlich Ruf. Und was wir dann noch haben, ganz am Ende geht ein Portal auf, egal wie viel ihr hier an Progress auf dem Balken habt, geht ein Portal auf, da haut ihr drin den Boss um und der Boss bringt euch immer 250 Ruf. Insgesamt pro Event, wenn ihr hier ein bisschen die Mobs mithaut, den Balken vollfüllt, so 500 Ruf pro Event könnt ihr rechnen, könnt ihr stündlich machen, wird auch nicht weniger Ruf, also das könnt ihr hier wirklich hardcore farmen und das habe ich dementsprechend auch gemacht, sonst wäre ich jetzt noch nicht mit dem Ruf so weit oben. Eine weitere Alternative, die ihr habt, ist eine Weekly Quest, die ihr kriegt, die bringt jetzt mittlerweile 1000 Ruf. Und ja, da müsst ihr einfach ein so ein Ereignis abschließen. Also ihr könnt es auch über den langsamen, entspannten Weg machen. Jede Woche quasi die Weekly Quest mitnehmen und darüber immer die 1000 Ruf. Das könnt ihr auch mit einem anderen Char machen, denn diese Weekly Quest hat mittlerweile ein accountgebundenes Ruf-Token. Die könnt ihr nur einmal pro Account machen die Woche. Es gibt zwar Möglichkeiten, das ein bisschen zu buggen. Ich würde es euch aber nicht empfehlen, nicht, dass ihr quasi dafür gebannt werdet. Also deswegen werde ich es euch jetzt auch nicht erklären, wie man das bisschen buggen kann. Gut, dann, was ihr auch noch machen könnt, ist die neue Instanz. Da ist es so, dass insgesamt 8 Bosse drin gibt und jeder Boss davon bringt euch 300 Ruf. Heißt, unterm Strich könnt ihr aus dieser Instanz 2400 Ruf die Woche kriegen. Dass es einmal durchläuft, ist aktuell ja noch eine Mythic-Instanz. Irgendwann wird die umgewandelt, auch in HC und Mythic Plus. Das ist aber noch so weit in der Zukunft bei Aufnahme des Videos, dass ich euch nicht sagen kann, ob ihr im Plus bzw. im HC dann auch Ruf bekommen werdet. Stand jetzt quasi, wo es M0 ist, kriegt ihr 300 Ruf pro Boss, also 2400 Ruf. Woche. Gut, das sind so die Quellen an Ruf. Ihr könnt das, wenn dann hardcore hier grinden oder ihr nehmt halt die einmal Rufbelohnungen mit und macht es über eine lange Zeit. Das ist jedem selbst überlassen. Die Belohnungen am Ende sind jetzt nicht so berauschend. Der Titel ist ganz nett. Und ja, Achievement-Punkte gibt es natürlich auch noch. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.